Du warst übers Wochenende nicht in der Stadt. Als du in dein Apartment zurückkamst, war dein Briefkasten randvoll mit Briefen. Briefe ohne Absenderadresse. Einige von ihnen fühlten sich matschig und schwer an, so als wären sie vor kurzem nass geworden oder als wäre irgendeine Flüssigkeit darin. Auf allen Briefen stand dein Name und deine Adresse, und in manchen war dein Name mit roter Farbe geschrieben. Sie rochen auch nicht besonders gut, sie rochen nach verrottetem Fleisch und altem Abfall, und du hast gezögert, sie in dein Apartment mitzunehmen, aber deine Neugier war stärker. So schaffst du es also, die ganzen Briefe in dein Apartment zu tragen, und du legst sie einfach auf die Spüle in der Küche, damit nicht deine ganze Wohnung nach ihnen riecht. Du nimmst dir einen Brief, der nicht feucht aussieht und nicht beschriftet ist, und öffnest ihn. Es sind Bilder im Umschlag, Bilder von Menschen, die du nicht kennst, mit ausgerissenen Augen, fehlenden Zähnen, mit runterhängenden, ausgerenkten Kiefern und herausgerissenen Kehlen. Du bist zutiefst erschrocken, aber kommst einfach nicht darüber hinweg, dich zu wundern, was in den anderen Briefen ist. Du öffnest immer mehr Briefe, mit zunehmend grausamen Bildern von toten Menschen. Ganze Stapel von Körpern mit fehlenden Gliedmaßen, weit geöffnete Leichen auf Operationstischen, denen alle lebenswichtigen Organe entfernt wurden, und aufgehängte Körper, die ausgehöhlt wurden und ausgeblutet dahingen, wie Schlachtvieh. Manche der feuchten Briefe waren mit Blut oder anderen Flüssigkeiten gefüllt. Je mehr Briefe du öffnest, desto mehr wird dir bewusst, dass dir nicht alle der Menschen unbekannt sind. Einige von ihnen waren Menschen, die du von der Arbeit kanntest, und manche gingen mit dir zur Schule. Als du zu den letzten paar Briefen kommst, bemerkst du, dass auf den Bildern die verstümmelten Leichen von deinen engen Freunden und Familienmitgliedern zu sehen sind. Schließlich bist du beim letzten Brief angekommen. Du willst nicht einmal wissen, was sich darin befindet, aber jetzt hast du wohl auch keine andere Wahl mehr. Du reißt den Umschlag auf, und in dem Brief befindet sich ein Bild von dir. Nicht tot. Unversehrte Augen, keine fehlenden Gliedmaßen. Es ist ein Bild von dir, auf dem du dein Apartment betrittst. Vorhin, kurz bevor du die abstoßenden Briefe aufgehoben hattest, du hörst, wie sich eine Tür irgendwo in dein Apartment öffnet, und plötzlich kannst du dich vor Angst nicht mehr bewegen.